Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Arbeit Hunde. Project Ozone 2, Kappa Mode. So, erst einmal, was ich glaube ich in der letzten Folge vergessen habe zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es vergessen habe oder ob das in der Vorbereitung war. Wir haben den Dire Crafting Table. Das heißt, im Extreme Crafting steht gerade nichts mehr im Wege. Außer die Sachen, die wir fürs Extreme Crafting brauchen. So, ich bin jetzt mal so frei und platziere den einfach mal so ganz frisch hier hin. Wie wir sehen, wir haben viel Speicherplatz. Wir können jetzt hier überall Items hinlegen, die wir brauchen, aber naja. Unser Ziel ist zwar immer noch der Philosopher's Stone, aber wir wollen auch erstmal gucken, dass wir die Draconic-Scheiße in den Griff bekommen. Heißt, dass wir die Blue Gems und sowas haben. Und das wollen wir durch den Digital Miner machen. Dafür brauchen wir aber Refined Obsidian und dafür brauchen wir einen Osmium-Kompressor. So. Wenn wir uns jetzt mal. Machen wir hier. Das Rezept für den Osmium-Kompressor anschauen. So, da haben wir ihn. Wir brauchen Compressed Ion Gear, kein Thema. Ein Gas Tank, kein Thema. Elite Control Circuits, kein Thema. PCB ist ein Thema. Wir brauchen hier Capacitor und Transistoren für unseren Unassembled PCB. Dafür brauchen wir einen Empty PCB und dafür brauchen wir Compressed Iron Ingots und Green Plastic. So, für den Osmium-Kompressor brauchen wir 2 Stück. Haben wir noch Green Plastic da? Nein. Aber Compressed Iron sollten wir noch haben. Genau, 2 Stück brauchen wir hiervon. Und dann hier ist von 2 Stück. Sehr schön, das lege ich mir mal hier parat. Dann machen wir einmal zack, zack. Und einmal zack. Entschuldigung. So, dann mache ich schon mal hier ein Rezept für das. Und das ergibt das hier. So. Rezept und wir packen das einmal so. Machen wir das hier oben. Ja, da. Und wie gesagt, ich muss die Interface immer noch umbenennen. So, mal gucken, ob das Platz klappt. Empty PCB ein. Natürlich kann es gerade nicht klappen. Denn hier fehlt ja noch bei dem hier im Filter der PCB. So. Sollte jetzt aber geklappt haben, weil der gerade keinen Filter hatte und die Items eingesaugt hat. Na, ich will runter. So. PCB. Jawohl. Haben wir 2 Stück von. So, put it in a UV Lightbox to progress. Wir schauen uns mal die UV Lightbox an. Ich glaube, das kommt der Spaß. Genau. Schauen wir mal, was wir davon haben. Okay. Die Compressed Iron Gears. Können wir 3 Stück von machen. Jetzt brauchen wir aber noch hier ein PCB Blueprint. Wie kriegen wir das hin? Das ist lustig. Ich glaube, da werde ich verkacken. Weil ich das erst einmal gemacht hatte und das Auto keine Ahnung wie. Wir brauchen einen Armadron. Was ist denn jetzt ein Armadron? Ein Armadron ist hier dieses Armadron-Tablet. Dafür brauchen wir erstmal einen Air-Kanister. So. Und wir brauchen ein GPS-Tool. Das heißt, wir brauchen 4 Red und 7 Gray. 1, 2, 3, 4. Und... Boah, ey. Entschuldigung. 7. Ich bitte auf jeden Fall wirklich zu entschuldigen, dass ich momentan diese Hustanfälle habe. Ich kann die halt wirklich nicht erahnen, wann die kommen. Das ist momentan das Blöde. Wir brauchen eine Redstone-Torch. Ich wusste, dass ich die auf Warcraft habe, so voll wie ich bin. GPS-Tool. Und... Kanister. Sehr schön. Wir haben jetzt hier ein Armadron-Tablet.
Jetzt haben wir noch ein Problem. Wie genau funktioniert das? Wenn wir hier schauen, right-click in inventory to allow it to provide items to vendors, right-click a tank, bla bla bla. So, wir holen uns jetzt einfach mal hier ganz blöd eine Vanilla-Chest raus. Und wir brauchen... Ich nehme jetzt einfach mal das Deck raus. Und wir machen das mal hier oben. So. Die müssen wir, glaube ich, hier reinpacken. Genau, wir wollen einen davon und so. Jetzt haben wir es gemacht. Hoffe ich doch zumindest. Die Emeralds sind noch drin. Na? Ich würde es halt gerne zeigen. Hallo? Macht das aber auch richtig, ne? No problems. Ja. Okay, lassen wir das jetzt einfach erstmal so. Ne, hier ist es auch nicht. Gut, wir lassen das jetzt einfach mal so. Vielleicht sehen wir auf der Karte, wenn was erscheint. Auf jeden Fall, dann lassen wir das mal so stehen. Ich würde gerne noch was anderes heute machen. Und zwar würde ich gerne einen Crafter machen. Und zwar den hier. Wenn wir mal gucken, da fehlt uns relativ wenig, nur die drei hier. Compressed Crafting Table können wir machen. Machine Frames. Ist auch relativ einfach. Wir brauchen nur noch Slack. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Mann, das juckt mich jetzt gerade. Oder ist das Fall hier, die machen nur Torches? Ich will die jetzt aber nicht wirklich gerade wegmachen. Wir gucken mal, wenn wir wissen, hab ich. Mann, das wurmt mich gerade ein bisschen. Ich gucke einfach mal bis zum Ende der Folge. Da wird was passiert sein. So. Auf jeden Fall Slack und wir bekommen hier Rock Rule. Und mit Rock Rule können wir die Dinger hier machen. Die Machine Bases. Dann brauchen wir nur noch einen Machine Frame Harden. Okay, wir müssen eigentlich nur noch einen kurz reinwerfen. Ich muss aber nur ganz kurz gucken, was wir da verbrauchen. Bronze, ein Ferris Gear und ein Vibrant Alloy Gear. So. Das haben wir. Das haben wir. Bronze und den Machine Frame. Das gefällt mir nicht so ganz, dass da nichts kommt. So, einmal so. Sollte relativ schnell gehen und in der Zwischenzeit will ich dann doch mal ganz kurz hier um dagegen gucken. Ich kann mir ja gar nur eine Stelle vorstellen, wo es hakt. Aber das sieht nicht danach aus. Ne. Ansonsten machen wir da gleich mal hier in der Fläche Ende. Ich glaube, diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, fragen sich halt echt, was ich gerade die ganze Zeit meine. Weil da muss ich sagen, ich finde die Idee von dem Mod-Entwickler richtig cool. Aber so, Machine Base haben wir. Das heißt, wir können jetzt den Crafter fertig machen.
Der ist ja doch nicht in der Zwischenzeit aufgetaucht, oder? Ich drücke es mal sowas. Ich habe echt einfach kein Amadron Prime. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Ich brauche jetzt aber noch die Crafting Table. Zwei Stück davon. Boah. So, Crafter Tier 1. Das reicht uns auch schon. Was haben wir mit dem Crafter vor? Wir werden jetzt unsere Infusion Stones holen. Und zwar den Weg. Den. Und den. Und wo packen wir das am besten hin? Ich müsste das hier oben auch mal entfernen eigentlich. Packen wir jetzt einfach mal ganz kackenfrech dahin. Wir machen das auf Fast. Eins. Zwei. Drei. Vier und fünf. So. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen S-Boy. Minichio Essenz raus. Hauen die einmal hier rein. So, machen wir mal kurz so. Eins, zwei, drei, vier. Apply. So, jetzt haben wir ein Problem hier. Machen wir kurz hier auf Redstone Mode. On to activate. Weil wir verlieren jetzt gerade hier Speicherplatz. So. Und ich möchte genau das hier. Remember the current items in the internal external buffers. So, wenn wir das jetzt weg haben, haben wir hier einen Platz. Und wir machen mal ganz kurz den hier. Weil dann sollten wir jetzt wieder ich glaube jetzt was haben wir jetzt hier? Wie ging das nochmal genau? Oh, und wir brauchen. Hat er da zwei Rezepte? Dann war das halt Schwachsinn, was ich hier gemacht habe. Ich muss mal genau gucken, wie das ging. Erst einmal können wir ja den Crafter noch upgraden. Upgraden ist gar kein Thema. Das heißt, wir müssen einfach nochmal vier von denen machen. So, zack, zack. Zack, zack. Jetzt haben wir auch genug Rezepte. So, Versuch Nummer 2. Wir machen Redstone Mode Fast. Jetzt haben wir nicht, dass die Infusion Stones. Das darf jetzt nicht wahr sein. Die Infusion Stones an sich sind mir egal, aber den einen, der jetzt gerade weggebackt ist, den cheate ich mir kurz wieder. Weil, naja, das war ja einfach offensichtlich ein Bug. Gut zu wissen, dann kann ich ja mal nachher einen Bug-Report schön schreiben hier an F. Wobei, lohnt sich das noch an die 1.7 zu schreiben. Wir gucken mal. Weil ich weiß gar nicht, eindeutig habe ich keinen Bock, wirklich schon Bock gehabt, das ganze Prozedere neu zu machen. So und so. Also, noch einmal. Zack. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir machen die einfach in einer Reihe. Remember.
Remember. So. 1, 2, 3, 4. 1. Apply. Inf will put result of. Ah, da war, glaube ich, eben das Problem. Schauen wir mal. Genau. So. Dann machen wir einmal so. Nee. Wir machen einmal so und so. Ich muss mal ganz kurz hier ausmachen. Remember. Remember. So. Jetzt können wir hier ohne Probleme das Zeug reinpumpen. Dann nächstes Rezept. Zack. Apply. Ja, das hat da seinen Platz. Und da. Sehr schön. Das ist jetzt alles gerade doof. So. Dann der hat da, da, da und da einen Platz. Zack und zack. Remember, der hat ja da, da, da. Du musst weg. Apply. Remember, remember. Und zu guter Letzt, der hier hat da, da, da und da seinen Platz. Apply. So, und das kommt in den Output-Slot. So, jetzt haben wir's. Das sollte halt nicht wirklich gerade stören, ansonsten kann man das immer noch beheben. Und was wir jetzt einfach sagen, wir machen jetzt erstmal einen Import- und einen Export-Bus. Benuss, Bus, so. Import, Export. Import haben wir. Export auch. Wir brauchen Smart Cable. Wir brauchen eine einzige Nitro Essence. Und haben wir noch. Natürlich haben wir keine Cards mehr. Also keine Acceleration Cards. Da will ich 6 Stück haben. So, und dann gehen wir einmal hier rüber. Zack, zack. Mach den Export-Bus und den Import-Bus. Import. Export. Ah, Moment. Und wir haben jetzt unsere eigene kleine Temperio Essence Farm. Der sollte damit locker hinterherkommen, jawohl. Wenn wir slow machen. Da kann man fast eigentlich machen. Das ist gar kein Thema. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal automatisch Temperio Essence. So, Folge ist jetzt auch rum. Oh, das hat nicht geklappt. Das habe ich befürchtet. So. Schaue ich mir das mal genau offscreen an, wie das funktioniert hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.